Ja, dieses verrückte Internet, hä? Da lässt sich einfach alles per Mausklick mit der gesamten Welt teilen. Das neue Buch, die selbst erfundene App-Idee, Energy-Drinks, die man eklig findet. Und warum, bitteschön, sollte das auch nicht gleich jeder Allround-Laie sofort online hochballern, hm? Ich meine, ist ja nicht so, dass die Clips in einer ZDF-Sendung gezeigt und von einem fiesen, dicken Comedian aufs Gemeinste persifliert würden, oder? Also jedenfalls meistens nicht. Ja, und damit ein Moin, Leute, und herzlich willkommen. Ich bin der Freddy und ihr seid hier genau bei The Stuff and Fun. Und ja, gut, ich wollte heute mal was ausprobieren. Und zwar Pommes habe ich hier. Und was ich wirklich vorhabe, versteht sowieso kein Sau, weil ich so undeutlich spreche wie ein besoffener Jahrmarktverkäufer. Ich wollte heute mal was ausprobieren, ob ich mein Gehirn über meine Nase kitzeln kann. Und zwar mit einem Finger, den habe ich hier, war vorher in meinem Po. Und das Gehirn zum Kratzen, das habe ich auch irgendwo hier, das habe ich hier, oder verliehen, oder was. Ach, ich war in mein Gehirn. Hallo, liebe Lesenden da draußen. Sagt mal, seid ihr eigentlich verrückt geworden? Ihr seid verrückt geworden, oder? Ich bin jedenfalls fast verrückt geworden, als ich erfahren habe, dass ihr es geschafft habt, dass Houston Hall und ich allen Ernstes für den Deutschen Fantastikpreis nicht nur nominiert sind in der Kategorie Bester deutscher Roman, sondern nun allen Ernstes auf der Shortlist stehen. Ihr seid doch unfassbar. Ja, liebe Lesenden da draußen, ihr habt recht. Ich bin offensichtlich verrückt geworden. Husten, ja, mein Problem. Ich stehe auf der Shortlist für den Deutschen Schaschlikpreis. Unfassbar! Hallo, ich bin Stefan und ich bin der Gründer von Puzzlen. Ich bin 34 Jahre alt und seit 10 Jahren als Softwareentwickler und Berater tätig. Ihr fragt euch sicher, was ist Puzzlen? Puzzlen ist unsere Lösung für die letzte Meile in der Logistik. Hallo, ich bin Stefan und ich bin sehr langweilig. Ich bin seit 34 Jahren Softeis-Berater und der Erfinder von Purzelnanny. Und mein Hobby ist immer viel zu lange stumm ins Leere zu gucken. Ihr fragt euch sicher, warum kriege ich beim Sprechen meine Zähne nicht mehr auseinander? Ganz einfach. Ich habe vorhin eine Tube Sekundenkleber gegessen. Was haben Überraschungen so an sich? Richtig, ihr wisst vorher nicht, was auf euch zukommt. Lasst euch überraschen, in der ersten Oktoberwoche wäre ich an eurer Stelle etwas wachsamer als sonst und würde auf jeden Fall in meine Kanäle hineingucken. Es könnte sich lohnen. Denn auch das ZDF hat eine Überraschung für mich. Und was haben Überraschungen so an sich? Richtig, die sind im Grunde scheiße, weil man nie weiß, was so auf einen zukommt. Und wäre ich in der ersten Oktoberwoche an dieser Stelle mal etwas wachsamer gewesen und hätte in meine sozialen Kanäle hineingeguckt, statt immer nur mein eigenes Buch zu lesen, es hätte sich gelohnt. Dann wäre ich jetzt nämlich nicht vom dicken Kalkofen verarscht worden. Es ereignete sich heute, dem 4.10.2018. Ich kam von einer Reise wieder, die anders starten sollte, enden sollte. Ihr wisst, was ich meine. Und so eignete es sich heute, dem 29.11. im November dieses Jahres, weil ja heute, ich kam auf meiner Reise durch das Weltall zu einer Neo-Magazin-Aufzeichnung, die anders starten sollte und enden sollte und auch in der Mitte anders sein sollte. Ihr wisst, was ich meine? Ich weiß es nicht. Welche Möglichkeiten bietet die App? Nehmen wir an, du hast ein Paket bestellt für den 3.12. und wartest auf dein Weihnachtsgeschenk. Jetzt wurde das Paket losgeschickt, aber es kommt erst am 5.12. an und das passt dir gar nicht, weil du da gerade auf Dienstreise bist. Wir finden für dich den Nachbarn, der an diesem Datum das Paket für dich annehmen kann. Und wer weiß, vielleicht wird dieser Nachbar sogar dein bester Freund oder hat Interesse an etwas unverbindlichem Geschlechtsverkehr. Oder er ist ein
heimlicher Serienkiller, der dich später noch zerteilt und in Säure einlegt. Dank Puzzle Nanny bleibt dein Leben auf jeden Fall spannend. So wie meins. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt von meinem Vlog, schreibt es in die Kommentare. Falls euch die Videos gefallen und ihr mehr davon und immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, dann lasst ein Abo da. Und dann habe ich für heute nichts mehr zu sagen, außer, ihr wisst es, genau. Fickt ihr und bis dann, euer Freddy. Ciao. So, liebe Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie Kalkofe mich durch den Kakao zieht, wie die Currywurst durch die rote Soße, ja. Falls euch das Video gefallen hat, dann habt ihr echt Probleme, aber lasst ein Like da. Und falls ihr echt gar kein Leben habt und wirklich noch mehr davon sehen wollt von meinem Vlog, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen heute, außer, ihr wisst es genau, fick die Henne bis denne, bums die Schabe bis die Tage, ramme den Rochen bis in 2 Wochen, knall den Frosch im Teich bis gleich, knöpper den Aal bis nächstes Mal, steck dem Elch einen Finger in den Arsch und leck an seinen Zitzen bis er stöhnt und nicht mehr kann. Bis dann, euer Freddy. Ihr seht, es ist ganz einfach. Kamera im Jugendzimmer aufgestellt, Rekord gedrückt und dann ab damit ins World Wide Web. Aber beim nächsten Mal vorher vielleicht doch lieber noch mal ganz kurz überlegen. Braucht die Welt dieses Video wirklich? Und würde man es auch dann noch hochladen, wenn man wüsste, dass ich später vor Millionen von Zuschauern einfach so voll gemein darüber lustig gemacht wird? Deshalb danke, ZDF, denn mit dem zweiten lernt man besser.